Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Mittagspause. Ich nehme mal hier ein Alola Glycerate mit. Kann auch einen guten gebrauchen. Den würde ich dann auch direkt auf Max pushen. Und mit gut meine ich 98 plus, vielleicht sogar 96. Weil es ja nur aus den Raids erhältlich und dass man da einen guten bekommt, ist schon relativ schwierig. Ich würde da eigentlich sehr, sehr viele machen, aber so viele Alola Raichus sehe ich gar nicht. Schauen wir mal, was heute sonst noch so geht. Ich habe eigentlich nicht so viel geplant. Erstmal hier den Raid und dann schauen wir mal. Chef London, den Kommentar, ob ihr schon einen guten habt. So. Los geht's. So, am Wochenende Ivo. Für alle, die es interessiert. Hab da auf jeden Fall ein bisschen das verfolgt, angeschaut. Ivo ist Weltmeisterschaft, könnte man sagen, für Fighting Games, Videospiele, Fighting Games, zum Beispiel Smash, Melee, Smash 4, Tekken, Street Fighter 5, sowas. Also ja, bin da ein großer Fan, einer meiner großen Leidenschaften. Habe ich da ein bisschen, das hängt ein bisschen, habe ich da ein bisschen was verfolgt, aber den Rest muss ich mir noch die Woche anschauen, also ich will nicht spoilern. Ich glaube, es interessiert glaube ich eh keinen. Hat zum Beispiel TSM Leffen hat gewonnen in Melee. Armada has no shield. Armada has no shield! Leffen! Absolutely tearing through everyone today, Toph! Leffen is our EVO 2018 Super Smash Brothers Melee Champion. Hello, Ben. Oh my god. Ich bin großer TSM-Fan und ich bin großer Leffen-Fan. War noch krass, Sonic Fox hat gewonnen in Dragon Ball Fighters. Street Fighter, Tokido, Zweiter. Das Match habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe nur gesehen, dass er Zweiter geworden ist. Also, schon heftig. Hätte er zweimal hintereinander gewonnen, das wäre richtig krass gewesen. Aber egal, zurück zu Pokémon. Aber vielleicht findet sich ja jemand in den Kommentaren oder unter meinen Zuschauern, der auch Ivo gesehen hat. So. ...12,24 ist 100. Mal schauen, ob wir Glück haben. Raichu ist jetzt von der Stärke her mittelmäßig bis stark. Würde ich sagen. Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass ein paar Probleme dagegen haben. Aber er ist jetzt nicht so überschwer. Restzeit wahrscheinlich so zwischen 30 und 40 Sekunden. Ja, okay. Ich stufe ihn doch ein bisschen runter. Also mittelmäßig. Er ist nicht mittelmäßig bis stark, sondern nur mittelmäßig. Letztes Despot, also Herz bis zum letzten geschafft, schon krass. Und Stunde der Wahrheit 12:06 ist mein bester, aber natürlich nicht annähernd an 12:24. Aber wir steigern uns. Ja. Fangen. Kann man kurz schauen, vielleicht hat er ja Angriff 15. Was? Er hat zwei Werte auf 15. Attack und Defense 15. Da muss ja sein KP-Wert endschlecht sein. Es ist danach eigentlich nichts mehr passiert. Deswegen müssen wir uns jetzt ein Thema ausdenken, über das wir heute reden können. Und ich habe ein Thema gefunden. Und zwar ist es Sternstaub. Es gibt ja momentan die Glücks-Pokémon, wo man nur den halben Sternstaub zahlen muss,
um das Pokémon zu pushen, falls es Lucky ist. Und das hat mich auf einen Gedanken gebracht. Und zwar habe ich in der Zeit, es gibt Pokémon jetzt seit 2 Jahren, also Pokémon Go, seit 2 Jahren, ich habe Pokémon gepusht, die schlecht sind und ich sozusagen bereue. Und da habe ich mir gedacht, hätte es diese Funktion natürlich früher gegeben, hätte sich jeder von uns eine Menge Staub gespart. Aber was wäre, wenn wir diese Pokémon recyceln könnten? Klingt ein bisschen hart, aber wenn wir die verschicken würden und sagen wir mal die Hälfte von dem ganzen Gesamtstaub, das wir investiert haben, zurückbekommen würden. Moment, ich fange hier mal kurz das Visor. Und dann zeige ich euch mal ein paar Pokémon, wo ich echt sage, ja, hey, wenn es diese Option gäbe, wären die direkt weg. Die habe ich leider, ja, was heißt leider? Zu der Zeit haben sie mir geholfen, aber jetzt haben sie halt absolut keinen Nutzen mehr. Und zum Beispiel, ich zocke Hearthstone. Gutes Spiel, checkt das ab. Keine Werbung. Hearthstone zocke ich. Und da kriegt man Karten. Mit den Karten spielt man, also ich will jetzt nicht das ganze Prinzip von Hearthstone erklären. Aber man kann doppelte Karten zum Beispiel, nicht nur doppelte, auch Karten, die man nicht braucht, nicht mehr braucht oder überhaupt nicht braucht, entzaubern. Und kriegt dadurch Sternstaub. Warte, heißt es auch Sternstaub? Stardust. Nein, Dust. Einfach nur Staub, okay? Da kriegt man in dem Spiel Staub. Und mit dem Staub kann man Karten kaufen. Auf jeden Fall kann man Karten sozusagen recyceln. Karten, die man nicht braucht, einfach gegen Staub austauschen. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, wäre nicht schlecht in Pokémon. Vor allem Staub ist so eine krasse Ressource. Und ich glaube, jeder hat dieses eine Pokémon oder mehrere, das er auf jeden Fall bereut, gepusht zu haben. Ich war relativ vorsichtig am Anfang. Und dennoch habe ich Pokémon, wo ich es auf jeden Fall bereue. Gehen wir mal wahrscheinlich zu Comet Power. Also auf der Seite auf jeden Fall erstmal nichts. Aber schreibt unten in die Kommentare, habt ihr allgemein Pokémon, die ihr gemaxt habt, die ihr gepusht habt, es muss nicht Max sein, Pokémon, die ihr gepusht habt, die ihr jetzt bereut gepusht zu haben. Und wo ihr eine Recycling-Funktion ganz nützlich finden würdet, wo man dann wenigstens einen Teil seines Staubs zurückbekommen würde. Da habe ich zum Beispiel als erstes dieses Dragoran hier. Es war eines meiner ersten. Die Attacken sind cool, ja. Ihr könnt es hier auch sehen. 26.10. So, really strong schon mal. KP, Attack, Defense, some good stats. Also bestens, im besten Fall 12, 12, 12. Was halt eigentlich ziemlich, ziemlich schlecht ist. Und das war halt früher mein bestes Dratini oder Dragonier. Da habe ich den entwickelt und dann natürlich zwecks Arenen immer weiter hochgepusht. Weil früher gab es ja das WP-System, je höher die WP, desto höher saß man, desto sicherer war man. Dementsprechend habe ich den immer hochgepowert. Wenn ich irgendwann mal bei einer Arena war und mich einfach reinsetzen wollte oder höher sitzen wollte, dann habe ich den immer weiter gepusht und jetzt halt verwende ich den halt gar nicht mehr. Und eigentlich ist er, ich werde den nicht zu Ende maxen, weil der ist schlecht und verwenden tue ich ihn auch nicht wirklich. Also ihr könnt sie sehen, der ist beinahe Max, also der würde auf jeden Fall eine Menge Sternstaub zurückbringen, falls es diese Recycling-Funktion gäbe. Dann haben wir hier zum Beispiel noch natürlich ein paar Gyarados. Gyarados früher auch King der Arena. Also was heißt King? Er war halt WP King. Leicht zu bekommen und relativ hoch von dem WP her. Sprich auch relativ weit oben in der Arena. Zum Beispiel die hier. Ich habe sie knapp über 3000 gemacht, damit ich halt hoch in der Arena sitze. Aber IV-technisch, zum Beispiel der. Also solide, aber jetzt auch nichts Besonderes. Vor allem habe ich ja jetzt mehrere 100er und 98er schon. Oder der hier. Really strong auch nur. KP. Nicht mal Attack, irgendwas. Oder hier noch. Ich habe da auch einen, der ist ziemlich, ziemlich schlecht. Really strong, okay. Aber ihr seht hier schon mal 2, 3, 4, 5, 6 Gyarados. Aber hier zum Beispiel pretty decent. Attack. Oh, immerhin Attack 15. Hast du gut gemacht, Hong der Vergangenheit. Aber zum Beispiel der pretty decent. Also zweitschlechteste Bewertung. Also die Gyarados auf jeden Fall. Dasselbe gilt, glaube ich, für diesen Dragoran hier. Auch einer von früher. 31.8. Ja, genau. Den habe ich nicht ganz so hoch gepusht wie den anderen, aber genau dasselbe gilt für den wie für den anderen Dragoran hier. Den Livestream Dragoran, den habe ich gar nicht gepusht. Den habe ich wild entwickelt. Daran erinnere ich mich noch. Extra im Livestream einfach nur entwickelt. Deswegen in meinem letzten Video, Hong erklärt, Top 5 Tipps. Ich sag ja, entwickeln kann man, was man will. Ihr seht ja, was dabei rauskommt. Aber beim Pushen muss man aufpassen. Dementsprechend, diese Dragoran zum Beispiel ein gutes Beispiel. Den habe ich einfach so entwickelt
Und der ist stärker als so ein Dragon, dass ich sogar gepusht habe. Dann habe ich hier den hier. Den bereue ich sehr. Ich habe den nur gemaxt, damit ich über einer gewissen Person, die Person war Milos, in der Arena stehe. Also das war drei Glocken, das kurze Storytime von mir. Drei Glocken, ihr wisst Bogenhausen. Milos war der Anführer von Bogenhausen, das ist ein Stadtteil in München. Und er und Fabi haben das Gebiet gelb gemacht und gelb gehalten. Eines der ersten größeren Level 10 gelb Gebiete in München. Ihr wisst ja, ich habe ihn kennengelernt. Story, wie ich ihn kennenlerne, kommt irgendwann auch noch. Und er war ein großes Vorbild. Dann habe ich hier mein eigenes Gebiet gelb aufgebaut. Und eine der Arenen war eben die Drei Glocken Arena. Deswegen heißt er immer noch so. Und ich habe mich da einmal reingesetzt. Und das hielt ewig. Bis irgendwann mal bin ich einmal rausgeflogen. Die Arena wurde einmal angegriffen in einem halben Jahr oder so. Dreiviertel Jahr. Einmal angegriffen. Und dann bin ich direkt dahin gefahren. Okay, nicht direkt, aber am nächsten Tag oder so. Hab Milos dort gesehen. Und ich hatte halt keine Pokémon mehr, die meisten waren in den Arenen. Hatte halt nur noch dieses Glitzeros, wie sehen wir jetzt gleich. Really strong wieder mal nur. Defense strong. Also richtig schlecht eigentlich, unter aller Sau dieses Glitzeros. Aber ich habe den halt gepusht und gepusht, damit ich über Milos und dann an erster Stelle stehe. Er hat mich dann auch direkt angeschrieben, dass ich extra über ihn stehen wollte. Ah ja, an sich, coole Story, klar. Gutes Erinnerungsstück, aber Staub vollkommen verschwendet. Nur für den Kerl hier. Oh Mann. Dasselbe gilt, einen habe ich noch. Einen habe ich noch, wo ich das richtig bereue. Dieses Aquane hier. IV-technisch ist jetzt auf jeden Fall besser als das Rizeros. Bester Satz immerhin. Aber Defense Strong, also eigentlich auch richtig schlecht. Ich glaube mal irgendwas um die 82 oder sowas. Und ja, auch den. Einfach so gemaxt. Oder gepusht, wieso sage ich immer gemaxt. Gepusht, damit ich irgendwo in der Arena weiter oben stehe. 3064, keine Verwendung habe ich für den. Wer könnte direkt weg? Bei dem habe ich nicht mal irgendwelche Erinnerungen, also. Direkt weg und ein bisschen Sternstaub zurückkassieren. Das waren so meine Pokémon, die ich bereue gepusht zu haben. Hauptsächlich Gyarados, damals halt für das Arena-System. Aber jetzt eigentlich absolut keinen Gebrauch mehr dafür. Schreibt unten in die Kommentare, welche Pokémon ihr bereut gepusht zu haben. Und wie ihr es findet. Wenn es so eine Option gäbe, wo man Pokémon recyceln könnte und zumindest einen Teil des Sternstaubs zurückbekommen würde, den man mal viel investiert hat. Das unten in die Kommentare, aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Da waren auf jeden Fall ein paar gute Videos dabei. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.